Wir schalten um zur Tagesschau nach Hamburg. Zum Programmschluss die Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Friedensbewegung hat an diesem Sonnabend ihre Karfreitag begonnenen Proteste, Demonstrationen und Blockaden für Abrüstung und gegen Atomraketen im gesamten Bundesgebiet verstärkt. Alle Veranstaltungen verliefen nach Angaben der Friedensbewegung ohne Zwischenfälle. Auch die Polizei meldete keine besonderen Vorkommnisse. Der Schwerpunkt der Ostermarsch-Aktionen, an denen sich 75.000 Menschen beteiligt haben sollen, lag an Rhein und Ruhr. Auftakt zum Ostermarsch Ruhr in Duisburg mit etwa 15.000 Demonstranten, darunter der saarländische SPD-Vorsitzende Lafontaine und Bundeswehrsoldaten in Uniform. Der Marsch geht in Etappen nach Dortmund, wo am Ostermontag die Abschlusskundgebung ist. Lafontaine warf den USA vor, durch ihr Vormachtstreben sei die Geschäftsgrundlage der NATO entfallen. Wir appellieren, liebe Freunde, an die Weltmächte, von der rüstungstreibenden Formel des Gleichgewichts abzurücken. Überlegenheit und Unterlegenheit sind in einer total überrüsteten Welt nicht mehr zu definieren. Bundesverteidigungsminister Wörner hat die Ostermarschierer kritisiert und ihnen Einseitigkeit vorgeworfen. Gegenüber der Zeitung Bild am Sonntag sagte Wörner, die Demonstrationen nützten nur der Sowjetunion. Wörtlich fügte er hinzu, wer jetzt für einseitige Abrüstung demonstriert, macht beiderseitige Abrüstung unmöglich. Der Minister fügte hinzu, ihm fehle jegliches Verständnis für Politiker der SPD, die sich an diesen Ostermärschen oder gar an Kundgebungen beteiligten und den Doppelbeschluss der NATO kritisierten. Denn schließlich sei es die von der SPD getragene Bundesregierung gewesen, die diesen Doppelbeschluss zustande gebracht habe. Die amerikanische Regierung in Washington hat auf die sowjetische Ablehnung der Vorschläge von Präsident Reagan für eine Zwischenlösung bei den Genfer Verhandlungen über den Abbau atomarer Mittelstreckenraketen in Europa mit Enttäuschung reagiert. In einer Erklärung des Außenministeriums heißt es, Gromykos Erklärungen seien wenig konstruktiv. Bundesaußenminister Genscher äußerte sich ebenfalls enttäuscht über die ablehnende Reaktion aus Moskau. Der FDP-Minister sprach die Erwartung aus, dass die Sowjetunion sich doch noch zu einer sachlichen Würdigung der westlichen Vorschläge entschließe. Gromyko hatte in seiner zweistündigen Pressekonferenz drei Gründe für die ablehnende Haltung des Kreml genannt. US-Präsident Reagan habe weder die von amerikanischen Schiffen oder von Flugzeugen aus abzuschießenden Mittelstreckenraketen erwähnt. Weiter bitte Reagan, die Sowjetunion die französischen und britischen Atomraketen nicht mit einzubeziehen. Das ist nicht seriös, sagte der sowjetische Außenminister. Und schließlich fordere Reagan, die aus Europa abgezogenen sowjetischen SS-20-Raketen dürften auch nicht in Asien aufgestellt werden. Das ist aber unser Recht, sagte der Außenminister. Und nun weitere Meldungen in Schlagzeilen. Auch der neue von der CDU gestellte Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen Windelen will weiter versuchen, Unschuldige in der DDR verurteilte Menschen freizukaufen. Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Fuchs hat Bundesarbeitsminister Blüm, CDU, in der Rentenpolitik eine Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten angeboten. Der Vorsitzende der Industriegewerkschaft Metall Loderer wiederholte seine Auffassung, dass die 35-Stunden-Woche das beste Mittel zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit sei, wenn sie in einem Zuge eingeführt werde. Der Chef der Palästinenserorganisation Arafat und König Hussein von Jordanien erörterten in Amman eine gemeinsame Marschroute für die geplanten Nahostfriedensgespräche. Der Verband südostasiatischer Staaten ASEAN hat Vietnam aufgefordert, seine, wie es heißt, wahllosen Angriffe gegen Zivilisten an der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha einzustellen. Das schwere Erdbeben vom Gründonnerstag in der kolumbianischen Provinzhauptstadt Popayan hat bisher mehrere hundert Tote gefordert. Viele Opfer waren Besucher dieser Kathedrale, deren beide Türme ins Mittelschiff stürzten. Auf Sizilien hat sich auch 6 Tage nach dem erneuten Ausbruch der Ätna noch immer nicht beruhigt. Die glühende Lava befindet sich nur noch 6 Kilometer von einem Dorf entfernt. Die Lottozahlen 4, 5, 15, 32, 39, 46, Zusatzzahl 31. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 4,
37 8629. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für Sonntag, den 3. April. In Bayern weiterhin bedeckt und Regen. In den übrigen Gebieten Übergang zu wechselnder Bewölkung mit Schauern, zum Teil bis in die Niederungen als Schnee. Tiefsttemperaturen zwischen 2 und 6, Tageshöchsttemperaturen 5 bis 9 Grad. In Bayern und östlich der Elbe bei 10 Grad. Schwacher bis mäßiger, im Norden zeitweise auffrischender Wind aus nördlichen Richtungen. Und damit, meine Damen und Herren, ist das Programm des Deutschen Fernsehens beendet. 0 Uhr und 23 Minuten wird es 0 Uhr 23. Was Sie morgen am Sonntag, am Ostersonntag bei ARD und ZDF sehen können, wie immer auf den nachfolgenden Schrifttafeln. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.